prinzipiell kann man sagen, ist, dass dieses Bauteil ja eigentlich fast gleich mit einem Turbolader. Man kann sich auch schnell vertun, weil der Kompressor kontinuierlich sauber mitläuft. Ich sag 265. Ich sag eine 3 davon. Boah, das wäre krass. Komm, wir gehen gucken. Ja, komm. Bist du guter Beifahrer? Ich hoffe es. Ich weiß ja, wie du fährst. Wie sagt man immer, hast du schon gedrückt auf Bahn? Hast du schon gesehen? Bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja gleich einen Termin bei Degenhardt, wo wir unseren BMW auf den Leistungsprüfstand tun und schauen, wie viel PS wir nach unseren ganzen Upgrades haben. Letzter Stand war ja 240 PS. Folgendes Problem, ich habe echt gestern Abend, was weiß ich, bis 8 Uhr gearbeitet. Und danach wollte ich eigentlich den Wagen noch mal kurz messen, gucken, weil ich das Gefühl hatte, der hat nicht so richtig gut gezogen, weiß ich ja noch. Ne, wenn man das Video genau anschaut, war ich so ein bisschen skeptisch. Ich habe gesagt, oh, warum zieht der nicht mehr so gut? Okay, ich und Channel sind nicht gerade die leichtesten, habe ich gesagt. Vielleicht deswegen, weil wir hatten hier zu wenig Luftmasse gehabt. Daraufhin habe ich natürlich ein Luftmassenmesser bestellt. Habe den Luftmassenmesser reingemacht und der lief immer schlechter und schlechter und schlechter. Was ist da jetzt los? Hab den ausgelesen. Lambda-Regelung, gemischt zu mager. Kernfeld Unterbrechung sagt immer, Luftmassenmesser, ja, weil ich den da abgesteckt hatte. Was kann es sein? Gehen wir hier drauf. Das ist natürlich bei Bosch sehr geil. Wenn er zu mager ist, was kann es sein? Dann hatten wir hier Zündung, Kraftstoffsystem, Heißfilm, Luftmassenmesser. Luftmassenmesser, ganz schnell, hab da einen neuen reingemacht, ging nicht. Er hat gar nicht mehr gezogen. Ich dachte, okay. Ladeluftkühler haben wir eingebaut und da habe ich doch diese ganzen Verstärkungen reingemacht. Weil die haben ja die ganze Zeit gedrückt. Vielleicht sind die nach vorne gekommen. Ich dachte, da ist eine Verstopfung. Rohre abgebaut, geguckt, alles in Ordnung. Wir werden hier ganz halt unterbrochen. Ersatzteile sind gekommen. Achso, apropos Ersatzteile bei dem BMW. Schlechte Nachricht. Das passiert, wenn man ein falsches Teil einbaut. Achtet mal. Stirndecke ist komplett flöten gegangen. Und ja, Stirndecke muss höchstwahrscheinlich erneuert werden. Ich habe das jetzt erstmal sauber gemacht, geguckt. Und dann den Kunden Bescheid gegeben, dass wir uns das erstmal beobachten. Falls der da Öl verliert, muss Stirndeckel erneuert werden. Egal. Dann habe ich einmal hier den Druck gemessen. Wenn ihr einmal da drauf drückt, der schießt raus. Ich habe da gedrückt, da kam gar nichts raus. Also so minimal. Die Pumpe haben wir neu eingebaut. Und weißt du, was der Fehler war? Das wird dem nicht glauben. Das hier. Das ist nicht für Benzin geeignet. Die Pumpe, die ich gekauft habe, die kommt von der USA. Und die ist sauteuer. War, ihr seht das hier nochmal. Wie er das weggefressen hat. Das war einfach weich. Ich habe da einfach nur berührt. Das Ding ist hier abgegangen und der hatte dann keinen Druck mehr gehabt. Ein Wunder, dass er überhaupt lief. Das Ding war raus. Ich einen Benzinschlauch reingemacht. Fertig. Das Ding leuchtet wieder, wie ihr seht. Stunde der Wahrheit. Wir fahren jetzt nach Marco Degenhardt. Wir werden ihn jetzt einmal auf die Rolle nehmen und mal schauen, was unser Upgrade so alles gebracht hat. Ihr könnt jetzt auch einfach fleißig in die Kommentare schreiben, was ihr tippt, aber nicht schummeln hier. Und wir sehen uns in Dortmund bei Marco Degenhardt, Halle 77. Auf der Rolle gleich. Bis gleich. Angekommen bei Marco Degenhardt. Grüßt euch. Hi. Du hast einen Kompressorumbau gemacht. Ich habe einen Kompressorumbau gemacht, genau. Ich bin ja mal so ein Typ, der bei Kompressorumbauen höre ich zweimal hin, weil oft habe ich Kompressorumbauten schon gesehen, die nicht ihre Leistung oder nicht ihre versprochene Leistung hat. Und es gibt Modelle, die ihre versprochene Leistung genau. Sogar überschritten haben. Mach mal, hau auf, wir erstmal drunter gucken. Jetzt muss ich deinen Blick erstmal aussehen. Also ich finde so ein, weil, wie heißen die, Rotex? Nee, das ist ASA-Kompressoren. Prinzipiell kann man sagen, ist, dass dieses Bauteil ja eigentlich fast gleich mit einem Turbolader. Die Rumpfgruppe, wie man es hier so schön nennen würde, ist auch ähnlich eines Turboladers. Hier ist die Ölschmierung. Und die Abgasseite, wo normalerweise angetrieben wird durch Abgase, ist in dem Fall hier über den Riementrieb gefördert. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, weil du musst ja, um den Kompressor zu drehen, Energie aufwenden. Das heißt, der Motor, der die Kurbelwelle dreht, muss Energie aufwenden, um den Kompressor zu drehen. Also arbeiten die gegeneinander. Und deswegen bin ich bei sowas immer ein bisschen skeptisch. Aber normalerweise sind die doch ohne Ladeluftkühler, ne? Eieiei. Das habe ich selber gebaut. Ja, da gab es Probleme.
Ich wollte es natürlich schön machen, Marco. Da habe ich das weggeschliffen. Ganz ehrlich, ich spreche da auch ganz offen drüber. Ich finde es cool, wenn du selber was versuchst. Du musst hier deine Schweißnähte, wenn du es selber gemacht hast, nicht verstecken. Nein, mache ich auch nicht. Wenn das dicht ist. Genau. Scheiß drauf. Was für einen Ladeluftkühler hast du genommen und wie funktioniert der? Ist der hier in der Mitte getrennt? Der ist in der Mitte getrennt. Einmal hier runter. Und müsste eine Schlaufe gehen und genau. Dann in der Seite wieder hoch. Dann geht er wieder hoch. Weil wenn der nämlich jetzt hier offen wäre, der Kühler, würde es ja fast nichts bringen, genau. Weil die Luft vielleicht direkt so stehen genau. Könnte. Weil er muss unten durchführen, unten muss ein Bogen sein und er muss wieder hochgehen. Das macht er auch. Ich habe es hier einfach nur zu viel geschweißt danach, weil ich wollte es einfach viel zu schön machen. Hab so viel weggeschliffen. Dass der einfach, hier habe ich ja jetzt verstärkt wieder, ja. Der hat so viel Ladedruck gehabt, dass er den einfach abgerissen hat überall. Ja, klar, der war überall undicht. Man will es immer schön schleifen, aber ich habe mein erstes Saugrohr aus dem Aluschirm geschweißt und habe mir die Schweißnähte waren so dick und habe dann einfach gesagt, ich mache da einfach schwarze Farbe drüber, im Prinzip so wie du es gemacht hast. Schrumpflack hilft noch ein bisschen besser, finde ich nicht weiter dramatisch, aber ist ja mal ein interessanter Test, weil meistens werden die ja ohne Ladeluftkühler ausgeliefert. So ist es. Und hier hast du Mittelaluftkühler und ich bin überhaupt mal gespannt. Hast du den mal gemessen, was der Serie drückt? Also Serie hat noch 180 PS. 193 oder 192 sollen sein. Genau. Wir haben dann einfach den Kompressor eingebaut. Die erste Messung war 220. Dann haben wir den abkühlen lassen und dann hat er 240 PS. Ah, Thema abkühlen lassen ist genau. Ein ganz interessantes Thema, weil du die heiße Luft da nicht reinpresst. Weißt du noch, in welchen Gang ihr gemessen habt? Vierte Gang. Okay, das ist auch ganz wichtig. Viele sagen immer, BMW muss im fünften Gang gemessen werden. Ist meiner Meinung nach aber Tinnef, weil du stellst das danach ein. Wichtig ist, dass wir die gleichen Voraussetzungen haben, messen wir ihn auch im vierten Gang. Mhm. Also du weißt gar nicht, ob das ein Plus gebracht hat. Wir hatten Ansaugtemperaturen von 80 Grad gehabt. Jetzt haben wir dich gut. Und ich habe ja gemerkt, es wurde immer schwächer und schwächer. Ja. Und irgendwann hat man nur noch, ich sag mal, Sauger-Feeling gehabt. Mhm. Weil der Kompressor war irgendwann, also der hat ja mitgelaufen, aber der hat so viel Zündung weggenommen. Das ist, also greift, ich sehe ja gerade, der Luftmassenmesser gehört zum Kompressor-Kit. Genau. So, und der greift über den Zündwinkel, das heißt, wenn die Ansaugluft 90, 80, 90 Grad hat, zieht der Zündung zurück und das genau. Ist wie, als ob du mal einen Anhänger hinten am Auto hast. Genau. Du hast zwar einen Überdruck in der Ansaugbrücke, also sprich 0,5 Bar oder sowas, yeah. Aber gefühlt nur 2 Grad Zündwinkel und dann fühlt das Ding sich an, als ob du noch einen Anhänger mit der ganzen Familie mitnimmst. Genau so ist es. Ja, jetzt haben wir den Ladeluftkühler. Wir hatten davor 115er Scheibe gehabt, jetzt haben wir 95er Scheibe. Oh, und nochmal Druck erhöht. Ja, dann haben wir größere Düsen eingebaut, aha. Andere Zündkerzen und... Die Kraftstoffpumpe haben wir erneuert. Also M3 Kraftstoffpumpe sozusagen. Das ganze Setup, der nochmal neu abgestimmt noch worden? Neu abgestimmt das Ganze. Und jetzt sind wir gespannt. Also ich sag so, ich hoffe mal, dass wir die drei davor sehen. 300 PS? Glaube auf unserem Prüfstand? Ich hoffe es. Also du weißt, der schenkt dir kein PS. Du hast das eine oder andere Video gesehen. Ich habe ganz viele BMW-Fahrer schon verärgert. Ich habe die Story gerade mitgekriegt. Kannst du die Story ganz kurz wiederholen? Das war echt... Wir haben auf dem Prüfstandstag einen... Jan, was war das? Ein 528, ach so, ja. Ne? Ein 528er BMW gehabt. Der hatte, ich gebe dir eine größere Ansaugbrücke, 3 Liter Ansaugbrücke, ja. Nockenwellen umgebaut, Steuergerät, M3 Ausfahrlage, hast du nicht den, also viel umgebaut. Der Besitzer sagte, ja, normalerweise geben die 260 PS an. Ich sag mal, Stafel niedrig, 240 PS. Und ich sag noch so im Video, nicht, dass der Worst Case passiert und der weniger wie Serienleistung hat. Und genauso war es. 190 PS hat er gehabt oder 188 statt 193. Und wenn die Motoren Serie sind, haben die hier bei uns auch im Prüfstand fast immer Serienleistung. Auf den Kopf genau 192, 193 PS. Deshalb sage ich dir, ich bin mir ganz sicher, wenn du hier die drei vorne stehen hast, mein allergrößten Respekt mit einem Kompressor-Kit, das würde mich echt interessieren. Aber das musst du ja auch schon sehr bissig vom Drehmoment her fahren. Das ist schon krass. Du wolltest ja eine Runde damit fahren gleich. Wenn du mich gleich mal eine Runde damit fahren. Natürlich, aber ich sag dir, das wirst du selber merken. Also es hat gar nichts mehr mit dem normalen Motor zu tun. Das ist so... Ich kann das gar nicht beschreiben, weil er ab 2000 Umdrehung schon... Bist du in den Serie gefahren? Ja. Also mit dem ganz Original 193 PS. War nichts. Also das war... Und das jetzt war, der Unterschied ist oberkrass. Das ist, als wärst du ein anderer Motor drin. Jetzt machst du mich durch. Ich fahre jetzt erstmal auf den Prüfstand, messe jetzt erstmal Leistung und dann geht es vielleicht ein Stück auf die Straße und wir gucken mal, was passiert. Aber man merkt schon, dass Kompressor so eine ganz andere Welt ist. Ich bin mal gespannt, was wir an Leistung haben. Und mal schauen, wie die Reaktion von uns ist. Das ist auch ganz schön. Was ich übrigens gut finde, dass du hier einen Kompakt benutzt hast.
Das sagt aber nicht jeder. Jeder sagt, schade, dass es ein kompakt ist, sonst wäre es geil. Ja, die sagen alle, die sagen wahrscheinlich alle, lass uns einen Coupé nehmen. Genau. Oder eine Limo wäre auch okay, aber Coupé. Das Problem ist, ich finde es halt gerade geil, weil wer kümmert sich um kompakt? Weil ein kompakt, da gehst du gar nicht von aus. Da tunet eh keiner die hässliche Kiste. Also von daher finde ich es viel besser, wenn du einen kompakt hinter dir auf der Autobahn fährst oder vor dir herfährt und du denkst so, kompakt, was will er? Und dann hat so ein Ding Boost. Wir fahren jetzt erstmal warm, also sprich, dein Auto ist ja, warm. Aber Achsen und sowas fahren wir warm. So höre ich schon mal gar nichts vom Kompressor, ne? Ja, okay. Der läuft, ist der, ja auch, läuft der über mittels Magnetkupplung oder ist der konstant dabei? Nein, konstant an. Jetzt hörst du. Ja. Ja, du merkst schon, dass der unten oben kräftiger ist wie die Serie. Ansprechverhalten ist gut so. Das ist halt das Geile beim Kompressor. Du machst die Drosselklappe auf und sofort steht der Druck an. Nicht wie beim Turbo, wo er erst kurz erzeugen muss. Cool, also das sieht doch alles gut aus. Ich würde sagen, wir können dann mal in die erste Messung starten. Wie hoch können wir den denn drehen? Was, hast du eine grobe Ahnung? Bis er nicht mehr geht. Ja, das kannst du ja nicht machen, weil dann fegen wir hier gleich. Meinst du? Ja, also, ich hoffe, er hat einen Drehzahlbegrenzer. Doch, hat der. Der hat einen. Willst du mal auf Tacho also filmen, dann siehst du mal, wie hoch wir den hier drehen gleich. Wir gehen bei, oh, wir sind bei 1000 Drehungen, also bei Leerlaufdrehzahl und gehen voll in die Last. Das ist geil, da kommen wir sofort Power. Das ist geil. Ja, 6,9. Fühlt sich gut an. Also, bin positiv überrascht. Weil du merkst, da bin ich gleich gespannt, was wir für eine Leistung haben bei zum Beispiel 1300, 1400 Umdrehungen. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir schon über 200 Newtonmeter haben. Und das bei knapp über Leerlaufdrehzahl. Das wäre ja echt schon krass. Oben raus wird er ein bisschen wilder, würde ich sagen. So ab 4,5, 5 kommt da noch mal ein Schub. Aber 300 PS, sage ich, sind das nicht. Ich bin auch gespannt. Ach, schwer zu schätzen. Was könnte das sein? Der ist schon ganz schön schnell nach oben gegangen. Also ja, wenn das jetzt Straßenverhältnisse sein sollten. Ja, das Problem ist, man kann sich auch schnell vertun, weil der Kompressor kontinuierlich sauber mitläuft. Ich sag 265. Ich sag eine 3 davor. Du sagst eine 3? Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben so um die 300. Ich hoffe es. Boah, das wäre krass. Komm, wir gehen gucken. Ja, komm. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der sagt. Ich muss mir noch einmal eben die Drehzahl einstellen, was machen wir. Okay, das ist nicht gut. Aha. Wir haben 237 und 252 Newtonmeter. Oh mein Gott. Okay. Aber, okay. Schlechter als vorher. Wie viel Druck? Hast du mal Druck mitgemessen? 0,5 Bar. Oder fast. Was hast du denn vorher da? Das habe ich nicht gemessen. Vorher habe ich nicht gemessen. Ich fasse mal die Drehzahl noch ein bisschen feiner an. Ja, das ist ein bisschen runter. Wir haben ja bis knapp 7000 gedreht. So, das passt jetzt. Die Kurve sieht super, super sauber aus. 254 Newtonmeter, 37 PS. Ist schon mal deutlich mehr wie Serie. Jetzt habt ihr den aber auch gemessen mit 240 PS, genau, ohne Ladungskühler, mit größerem Rad, richtig? Genau. Aber du hast die Software nicht angepasst nach den größeren Einspritzdüsen, oder? Doch, haben wir gemacht. Ich sag ja, 300 PS wird für mich auch sehr, sehr schwierig. Aber erstmal vorweg, Kurve ganz sauber. Da gibt es nichts zu meckern. Wenn wir jetzt das Ganze uns mal an Radleistung angucken, weil die kann man nicht verändern. Und guck mal, du hast die Leistung 185 PS am Hinterrad bis fast Drehzahlbegrenzer. Also der fällt kaum ab. Das ist wirklich sehr gut. Was ich jetzt vorschlagen würde, um das Ganze mal gegenzuprüfen, wir machen jetzt noch mal einen Lauf, wir machen mal ein Lambda-Tool dran und gucken mal, wie fett der läuft. Weil
Der Jan sagte gerade, der kam schon ordentlich schwarz. Das bedeutet, das Lambda-Gemisch ist sehr fett. Und zu fettes Gemisch bedeutet nicht immer viel Leistung, sondern auch eher Nachteile. Vielleicht läuft jetzt auch einfach zu fett, weil du eine neue Pumpe drin hast, größere Einspritzdüsen und die Abstimmung vielleicht nicht so 100% ist, dass man sagt, wir müssen Kraftstoff rausnehmen, um die Leistung hochzubekommen. Wiederum muss ich sagen, der Motor, das Drehmomentband, wenn du mich fragst, ganz ehrliche Meinung, ganz toll, ich würde es nicht verändern und scheiß was auf die 300 PS, sondern Okay. Ich sage dir, 250 Newtonmeter auf dem Plateau von 4.500 bis 7.000 stehen diese 250 Newtonmeter, das ist schnell und das fährt das auch gut. Deshalb nicht immer von Zahlen irritieren lassen, da hat kein 300 PS, dann fährt das nicht. Das fährt wirklich gut, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und was ich gerade sagte, guck mal, Drehzahl bei 13 Umdrehungen haben wir 160 Newtonmeter und bei 2000 Umdrehungen haben wir schon fast 10 Newtonmeter. Das ist krass. Das heißt, du kannst schaltfaul fahren und hast immer Leistung. So, wir stecken jetzt mal hinten die Lampe im Auspuff. Also gefühlt war es mehr, aber 240, 237, okay. Müssen wir mal schauen. Mal gucken, was Lambda-Werte sagen. Bin jetzt auch gespannt. So, wir haben jetzt